So, jetzt zeige ich euch meinen neuesten Osterkranz. Ich finde das mit den Papierlocken richtig schön, passt sich der Natur so an. Und die Töne der kleinen süßen Hasen mit ihren Mützen passt auch gut dazu. Deswegen habe ich auch ein weißes Ei in das Nest gelegt und weiße Blüten genommen. Ihr könnt das natürlich farblich ganz anders gestalten, aber ich für mich finde das so wirklich niedlich. Ja. Dann versucht mal euer Glück. Ich habe im letzten Jahr mir geschreddertes Papier gekauft beim Depot. Dieses ist ausgepackt, da war noch mehr drin, wenn man das so locker macht. Da habe ich schon einiges von gebraucht. Das gibt es in verschiedenen Farben, hier wie in leichten Braunton, in Vanilleton oder in Grau. Vielleicht gibt es auch noch mehrere Töne, das weiß ich nicht. Ich habe mir diese drei Töne gekauft und habe mich heute entschlossen, mit diesem braunen Teil was zu machen. Sonst wird das Material oft genommen, um Pakete zu füllen oder als Untergrund zu nehmen in Paketen, um dann was zu drapieren. Also, ich mache damit jetzt ganz was anderes. Diesen Knäuel kann man sich immer ganz gut so die einzelnen geschredderten Streifen ziehen. Die sind ja lang. Die schneide ich meistens in solche langen Stücke. So, dann halte ich das in der Mitte fest. Und dieses Papier soll jetzt gelockt werden. Und zwar mit einer spitzen Schere, kleinen Schere, gehe ich hier so entlang. Seht ihr, dann fängt das an, sich zu locken. Manchmal reißt es auch wie hier. Dann mache ich es nochmal. Das passiert zwischendurch mal. Seht ihr, es ist gelockt oder gekräuselt. So, dann mache ich das hier auch nochmal. Manchmal reißt das Papier, aber wenn ich es dann so nehme, ich zeige es nochmal, lockt sich es schön. Und tschups. Und das kann sich noch mehr kräuseln, so wie hier, so kleine Locken. Ich zeige euch mal, ich habe schon welche vorbereitet, damit ihr seht, dass es auch wirklich gelockt ist. Man kann kleine Stücke machen, weil ich nachher so einen kleinen, so kleine zusammenstecke. Die können auch länger sein, das ist ganz egal, aber das ist so schön gelockt, wie ihr seht. Das sieht doch auch schon mal richtig toll aus. So, was ich damit mache, ich hole mir einen Kranz. So, das sieht schon richtig schön aus. Das kann man auch zum Füllen von einem Osternest gut nehmen. Das sieht schöner aus, als wenn das so ein Durcheinander ist. Dies sieht so schön geordnet aus. Also, ich habe hier einen Kranz. Der hat einen Durchmesser, das ist ein Styropor-Halbkranz, der hat einen Durchmesser von, ja, ich würde sagen so 20 cm, 19,5 cm. Das ist ein alter Kranz, der hat schon richtig viele Macken überall. Aber ich habe gedacht, zum Wegschmeißen ist er zu schade. Ich habe ihn schwarz angestrichen. Und da ich das nachher als Nest nehmen möchte, habe ich von unten, wie ihr seht, eine Pappe in der Größe, etwas kleiner, aber darunter geklebt. Dass hier also eine Fläche ist, wo ich was drauf tun kann. So. Dann werde ich anfangen, die Locken einfach nach Lust und Laune aufzukleben. Wenn nachher, so wie hier, was übersteht, kann ich es wieder ankleben oder dazwischen stecken. Ich nehme mir also meinen Heißkleber. Ich hoffe, dass das schon, ja, tut es schon. So, dann nehme ich mir hier Locken. Stecke die so ein bisschen so, dass die in sich selber festhalten. Gebe hier einen Klecks Klebstoff auf und drücke die Locken einfach an. Also das Feine macht man nachher, wenn was übersteht, kann ich es auch abschneiden. Das mache ich, hier ist so eine schöne lange Locke. So, das nehme ich mal so zusammen. Gebe hier Klebstoff auf und drücke das einfach an. Das mache ich hier rundherum. Also ich finde das richtig schön, wenn man die Locken so anfasst oder auch sieht. Ich finde, das sieht ganz interessant aus. So ein bisschen
verzwirbeln. So, dann kommt der nächste Klecks da drauf und das wird hier angedrückt. So gestalte ich jetzt den ganzen Kranz von außen und auch von dieser Innenseite. Dann gibt es so einen schönen wuscheligen Kranz. Was nachher übersteht, schneide ich ab oder klebe es noch an. Das werde ich dann sehen, aber es gibt ein schönes, schönes Muster. So, ich habe hier jetzt einige von diesen Locken, von diesem gekrusselten Papier aufgesetzt. Hier habe ich noch eine Locke. Wenn ihr das nach oben hin weiter aufsetzt, könnt ihr bei so einer Locke einfach an einem Strang hier irgendwie so ein bisschen was aufsetzen und dann das positionieren. So. Oh. Diese Klebefäden sind manchmal wirklich ein bisschen blöd. So, ich kann es hier nochmal zeigen. Dann gebe ich hier noch so ein bisschen drauf. Streiche das hier ab, dass kein Klebefaden da so dran hängt. Und dann setze ich das hier ein. So, auf dieser einen Seite wollte ich noch ein paar ausgestanzte kleine Blüten aufkleben. So, die setze ich einfach da drauf. Ich habe die Farbe Weiß gewählt. Das ist so ein bisschen dezent. Die sollen jetzt nicht ganz so doll rausknallen, die Blüten, weil ich gleich noch was anderes ergänze. So. Dann muss ich mal gucken, dass ich diese eine noch aufsetze hier. Ihr müsst mal schauen, ob eure Strasssteine, auch wenn die selbstklebend sind, halten. Ansonsten müsst ihr ein bisschen Klebstoff auf die Blüte tragen und es dann aufsetzen. Die dann aufsetzen. So. Das ist jetzt der Kranz fertig. Jetzt wollte ich das Innere eben noch auskleiden und habe hier eine Boa-Feder, beziehungsweise eine Feder-Boa, so rum heißt es. Die klebe ich nicht fest, die setze ich nur ein, die kann man später vielleicht nochmal gebrauchen. So, und dann kommt hier schon mal ein Ei rein. Jetzt kommt noch der Höhepunkt. Ich schiebe das mal eben zur Seite, weil ich euch das so zeigen wollte, was ich mir gestern bei Woolworths gekauft habe. Ich habe mir gestern bei Woolworths diese süßen Hasen gekauft. Die sind aus Eiern entstanden, die haben eine kleine Mütze auf, einen Aufhänger und kleine Ohren. Und ich finde die total süß. Da gab es 4 Stück in einer Packung. Ich finde die total niedlich. Ich mache allerdings den Aufhänger ab, weil das ja eigentlich Zweiganhänger sind. Ich wollte das Nest da noch mitgestalten. So, da sind die anderen 2 Brüder oder Schwestern, je nachdem. Jetzt trenne ich mal eben den Aufhänger ab. Den bewahre ich mir auf, wenn ich im nächsten Jahr mal wieder den Hasen aufhängen möchte, habe ich die Bänder noch passgenau zugeschnitten. Ich finde, die sehen richtig so liebenswert aus. Ganz freundlich und nett. So, jetzt schaue ich mal. Die Blüten wollte ich hier zu der einen Seite machen. Und die Häschen, die positioniere ich hier jetzt so um den Kranz. Dafür gebe ich hier unten ein bisschen Heißkleber auf. Und setze das kleine Häschen hier in den Kranz. So, muss auch schön stehen bleiben. Vielleicht braucht man noch ein bisschen mehr Kleber. Das muss ich mal gucken, ob es stehen bleibt, sonst muss ich das gleich noch ein bisschen mehr ankleben. Also hier so rundherum vielleicht, dass es von allen Seiten festsitzt. Das nächste kommt hier hin. Ja, das sitzt besser. So, das eine muss ich gleich nach vorne ein bisschen ankleben. Hier kommt noch eins hin. Ich finde, das ist richtig, richtig freundlich. So, da sind auch noch vom Kleben der Fertigung ein paar Klebefäden dran.
Die muss ich bei meinem nachher auch noch absuchen. Ja, dieses klebe ich noch ein bisschen fest von vorne. So, jetzt muss ich mal ausprobieren, ob ich noch eins dazu nehme. Ich glaube, das stelle ich gleich einfach hier so daneben. Das ist auch ganz schön. Das klebe ich dann nachher so fest, wie ich es hinstellen möchte. Oder ich klebe es hier mit der Mütze ein bisschen. So, dann kann ich es da so anlehnen. Das sieht auch ganz niedlich aus. Was ihr nachher noch machen könnt, siehst du, ach, Häschen, was ist, willst abhauen? Nix hier. Hier bleiben. Bleib bei mir, hier hast du ein schönes Zuhause. So, da muss ich von unten wahrscheinlich gleich noch Klebepad drunter setzen. So, was ich noch machen werde, ich werde hier noch eine Tulpe, eine Kunsttulpe daneben legen, wenn ich es dekoriere, das ist ganz schön. Was ihr machen müsst, ihr müsst die Klebefäden noch absuchen, also ich glaube, die findet man noch ein paar Tage später immer. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt. Ich habe mich in diese Hasen total verliebt. Ich finde die so niedlich. Da wird jeder hingehen und gucken und dann noch dieses schöne Nest dazu. Ja, wenn ihr für Ostern dann noch was anderes sucht oder für den Frühling, dann schaut in meine Playlists. Dort gibt es Hühner, dort gibt es die Hasen in verschiedensten Varianten und auch schöne Frühlingskränze. Ja, dann schaut mal, legt mal los. Und ich würde mich natürlich über ein Abo, über einen Kommentar freuen. Bis bald, eure Angelika Kerr.